Servus Freunde, willkommen zu einem neuen Video von den Gold Diggers. Heute bin ich seit langem mal wieder unterwegs. Ich war jetzt gefühlt 6 bis 7 Wochen nicht mehr suchen, aber bei so einem Wetter zieht es mich einfach raus. Vorhin auf den Acker hinter mir, da war ich schon mal suchen, im tiefsten Winter. Da habe ich sehr, sehr viele Funde gemacht, unter anderem Silbermünzen, Ringe, ja, alles, was man sich so vorstellen kann. Von daher, seid gespannt, bleibt dabei und Freunde, abonniert. Bis dann. So, erstes Signal. Da muss es sein. Außen. Leute, bin ich drin? Oh. Der erste Fund ist ein schöner verzierter Knopf. Jawohl, so kann es weitergehen. Sind wir da? Was Feins, ne? Oh. Das wird jetzt auch schön, ne? Hey, aber ich muss ja nur fahren. Prost! Das ist bitter. So, Freunde. Nächstes Signal. Leitwert 20 bis 22. Ja, schauen wir mal. Mal unserem Pinpoint raus. Ach, was größeres? Müll wahrscheinlich. Ja, Müll. Tun wir mal wieder was Gutes für die Umwelt, oder Freunde? So, Freunde. Wieder ein Signal, 17er Leitwert. Dann schauen wir mal, was wir haben, ne? Na, Münze oder was? War der Knopf? Münzleiche. Oh ja. Eine Münzleiche. Hier haben wir wieder ein schönes Signal. Leitwert 15, 16. Hier an der Stelle habe ich letztes Jahr die Silbermünzen gefunden. Der Acker wurde zwischenzeitlich umgegrubbert. Das heißt, vielleicht mit etwas Glück hat er wieder schöne Funde hochgebracht. Aber was haben wir da? Ah, Bleiblomben. Eine Bleiblombe. Ja Leute, es kann nicht immer Silber sein. Richtig schönes Signal. Oh. 16er Leitwert. Ah, Münzler oder was? Silbermünzler. Eine halbe Mark. Hahaha, sau geil. Wahnsinn, schon ewig nicht mehr gefunden. Eine halbe Mark, geil. Geil, oh Freunde. Haha, geil. Top Zustand. Eine halbe Mark von
1905. Schauen wir mal, Freunde, wie die reingekommen ist. Ja, die ist richtig hoch. 25er Leitwert, Freunde. 25er Leitwert, eine halbe Mark. Schau ich mal die an. Richtig guter Zustand. Nice, die stecke ich separat rein. Nächstes Signal. Next one. Ist auch ein ziemlich hoher Leitwert. Da haben wir es doch. Wie ist denn das? Irgendwas richtig dickes, fettes. Ein dicke Fatty. Aber keine Ahnung, ist das eine alte Münze oder was? Ist das eine alte Münze? Freunde, glaube ich zwar nicht, dass es eine alte Münze ist. Aber schaut mal her, wie fett das ist. Schaut mal her, wie fett. Wenn ihr wisst, wenn ihr wisst, was es sein könnte, vielleicht der Gewicht oder was, keine Ahnung, oder einfach nur Abfallprodukt, schreibt in die Kommentare. Leitwert zwischen 12 und 14. Leitwert 12 und 14. Na, wo bist denn du, Frigga? Ah, da ist es doch, oder? Ja, eine Münze. Abpfenning. Abpfenning, heute ist ja wieder bei mir Valentinstag und alles fällt mir wieder runter. Abpfenning. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist es Dalas nicht wert. Also Leute, immer schön. Das ging daneben. Immer schön alles mitnehmen und auch über die Pfennige freuen. Ein totes Viech ist das, du. Ein totes Viech, ein totes Karnickel. Wow, und genau da muss ich graben, ey. Und genau da muss ich graben. Gott, was das schon für Parasiten gehabt hat. Aber es hat sich gelohnt, Freunde, oder? Nee, doch nicht. Jetzt hat man das Silbermünzen. Da bin ich mal hinter dem Knopf, unter dem Karnickel. Boah, das stinkt. Ah, Freunde. Hier haben wir wieder was. Aber ich muss euch sagen, ei, die schnagen hier. Halt, warte mal. Da habe ich es doch schon gesehen gehabt. Hier. Ach, mach Hallaschen. Schaut euch mal das an, ein keltisches Kabel. Ich wäre verrückt. Ein keltisches Kabel. Das gehört zu einer alten keltischen Taschenlampe. So, Freunde. Hier mal schönes Signal. 18 bis 20er Leitwert. Und das schöne Signal ist eine riesengroße, fette Alufolie. Riesengroße, fette Alufolie. So, Freunde, schaut mal her, wo ich suche. Mit dem Equinox Baby. Direkt unter der Hochspannungsleitung. Und keine Problem. Läuft total ruhig. Ich bin auf 20 kHz. Sensitivity ist auf 20 gewesen. Lassen wir mal auf 22. Zwölfer Leitwert. So, Freunde, schauen wir mal, was wir da haben. Mit einem 12er Leitwert direkt unter der Hochspannungsleitung.
Da haben wir wieder Bleiblumpen. Die vierte für heute. Die vierte Bleiblumpe. Jawohl. Hier haben wir mal wieder Signal. Jetzt habe ich ein paar Silbermünze. Aber nichts gibt's. A5er ist es. Freunde, 5er ist es geworden. Das wäre gerne mal ein Silberne geworden, aber man kann sich halt nicht alles wünschen. Ne? So ist es halt, ein 5er. Jawohl, weiter geht's. So, Freunde, ich bin immer noch ohne der Hochspannungsleitung. Habe jetzt ein super Signal mit einem 20er Leitwert. Dann schauen wir mal, was es ist, ne? Ja, hier haben wir unser super Signal. Da haben wir unser super Signal. Ach Gott. Überall das Alu. Und meine ganze Tasche ist schon voller Alu, schaut mal rein. So, Freunde, 14er Leitwert haben wir hier. Draußen ist es, da haben wir es doch schon, Knopf. Haben wir doch schon. Keine Problem für uns. Ja, wieder ein schöner Knopf. Ja, Freunde, das war's mal wieder. Heute war leider nicht so viel. Besser gesagt, heute war nicht so viel Gute von dir dabei. Dafür eine halbe Mark aus Silber. Hab mich total gefreut. Ist immer wieder ein Highlight, wenn das Silberne mitkommt. Ein paar Knöpfe waren dabei. Ein paar tote Karnickel habe ich gefunden. Haben gestunken wie Sau, aber ist ja wurscht. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert es, teilt es von mir aus weiter. Aber kommentiert mal, wie es euch so gefallen hat. Wie gesagt, man kann nicht immer gut finden. So ist es handeln. 95% ist Müll. Von daher, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.